Herzlichen Glückwunsch, Luna Maxeiner. Du spielst die Hauptrolle in Rocker verändert die Welt. Dieser Film ist nun mehrfach ausgezeichnet worden. Am 3. Mai habt ihr den Deutschen Filmpreis als bester Kinderfilm bekommen und am 28. Mai das Rauchfreisiegel der Deutschen Krebshilfe und des Aktionsbündnisses Nichtrauchen. Was bedeuten dir diese Preise? Also danke erstmal. Und mir bedeutet das sehr viel, weil wir zum Beispiel auch mit Absicht also grün gedreht haben. Das heißt, wir hatten einen vegetarischen Tag. Wir haben auf, also geachtet, dass wir keine Pfandflaschen am Set haben und auch nicht so viel ausdrucken, was halt unnötig ist, also gar nichts, was unnötig ist. Und dass wir halt auch nicht rauchen am Set und nicht im Film rauchen. Und ja, deswegen für die Arbeit, also dass wir das gemacht haben, finde ich schon sehr cool, dass wir dafür ausgezeichnet worden sind. Ja, junge Menschen sind selbstbewusst und cool und setzen sich für Ideale ein. Es gibt ein gutes Beispiel, das ist Greta Thunberg, die sich für Klimaschutz einsetzt. Und auch Rocker ist ja unheimlich stark und will Dinge verändern, die nicht so in Ordnung sind. Ich merke das auch in meiner täglichen Arbeit. Ich habe ja viel mit Schulklassen zu tun. Da gibt es das Projekt Be Smart Don't Start. Also Nichtrauchen ist die bessere Alternative, ist eben einfach cool. Erzähl doch mal, was will Rocker eigentlich erreichen? Du? Also die Rocker geht ja immer mit Respekt und positiv eingestellt auf die Leute ein. Und ich glaube, sie möchte erreichen, dass sie Kinder auch sich mehr mögen. Also zum Beispiel, dass diese Zoe nicht in der Klasse gemobbt wird und dass es auch nicht mehr so viele Obdachlose auf der Straße gibt. Und dass die Leute auch wissen und auch merken, dass man ohne Rauchen auch cool sein kann. Ja, Rocker ist ja ganz stark, ne? Ein starkes junges Mädchen und die braucht natürlich auch nicht rauchen, das ist ganz klar. Ja. Wir wissen leider aus vielen Studien, dass zu viel in Filmen geraucht wird und dass das auch Kinder verleiten kann, mit dem Rauchen zu beginnen. Was macht Rocker eigentlich so stark? Also ich denke, sie macht so stark, dass sie immer zu den Leuten nett ist, egal ob die vorher irgendwas Blödes zu ihr gesagt hat oder über sie gesagt haben. Und auch, dass sie ohne Vorurteile zu den Menschen geht und mit denen was macht. Und ich denke auch durch das, also dass sie nicht raucht, das macht sie auch stark, glaube ich, weil sie dann auch ein Vorbild für die Kinder in der Klasse ist. Also heute rauchen viel weniger Jugendliche als noch vor 10 Jahren. Und das freut mich natürlich, weil Rauchen macht ganz schnell abhängig. Und Rauchen ist auch überhaupt nicht gut für die Gesundheit. Jetzt mal wirklich unter uns privat. Du als Luna, hast du es schon mal probiert? Nee, ich will es auch nie probieren, weil ich finde es auch, ehrlich gesagt, ein bisschen rücksichtslos für die anderen Leute, die zum Beispiel ich finde, es stinkt. Und wenn man hinter einem steht zum Beispiel, dann kriegt man den ganzen Rauch ins Gesicht. Und außerdem schädigt das ja den Körper. Ja, man wird abhängig davon, kriegt vielleicht auch Krebs und vielleicht kann man dadurch sterben. Und ich finde, ja, man sieht ja auch immer auf den Verpackungen, wie schlecht das sein kann für einen. Und deswegen wollte ich es auch nie probieren. Super, das finden wir die richtige Einstellung. Nichtrauchen ist cool, ne, Luna? Ja.